Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und von der Karte, wo ich einfach nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird. Gut, wir wollen heute auf jeden Fall noch kurz die Viecher einstreuen. Und ja, ihr seht, ich habe es abgekoppelt, den Shootymaker. Mir war das so ein bisschen, ja, unpraktisch. Ankoppeln, abkoppeln, links, rechts, tralala. Deswegen habe ich bei mir im Ort hier mich ein bisschen umgeguckt. Und da hat einer einen Traktor in der Scheune gehabt. Ja. Und ja, hin und her. Und ja, mehr oder weniger, sagen wir mal, ein Vermögen ausgegeben. Aber wir haben uns einen neuen Schlepper hergetan für den Hof. Ja. Warum für den Hof, werdet ihr gleich sehen. Wir haben nämlich hier einen Landsbulldog. Ich finde, das passt halt gerade noch so ideal hier rein. Ne? Schöner alter Lanz. Jetzt weiß ich gar nicht, was für einer das ist. 50, was war das? 50-16. Schönes Ding. Ja, und ich würde sagen, wir lassen den mal warm laufen. Es tut sich was. So. Lassen wir den mal ein bisschen anlaufen. Sauft ab. Ich glaube, da müssen wir mal noch ein bisschen Standgas einstellen. So. Wo ich den gerade vorhin mal zum Test gestartet habe, beim Nachbar auf dem Hof. Ich habe gedacht, der tut nicht. Der wollte einfach nicht losfahren. Ich habe schon gedacht, der ist vielleicht Bremse ein bisschen eingeguckt oder so. Ne? So, nehmen wir mal einen nach dem anderen. Zwei fliegt meistens eh einer daneben. So, wir haben ja letztes Mal ausgerechnet, irgendwo so 4 Ballen oder so müssen rein, ne? So, schön abstreifen. Wunderbar. Und den Rest nehmen wir nämlich dann zum Verfüttern für die Mischration. Auch da müssen wir uns mal noch umgucken. Ja, das Geld wird langsam, aber sicher knabbi. Kann es sein, bei 120, also Vertico 120, dass ich irgendwo 20.000 Liter da reinkriege? Wäre das möglich? Könnte das sein? Ich meine, wir werden es gleich herausfinden, aber ich stelle ja immer gern die Fragen. Ja, und ihr dürft euch mal alle selber beglückwünschen. Wir haben die 13.000 Abonnenten auf unserem Kanal geknackt. Wahnsinn. Sehr schön. Ich werde ja immer gefragt, warum denn unser? Ja, ist eigentlich für mich ganz einfach. Ohne euch würde ich hier alleine vor mir sitzen und für mich spielen. Ne? Da wäre nicht viel. Deswegen sage ich immer unserem Kanal. So, und jetzt habe ich mir vorgestellt, mit dem hier einstreuen. Und deswegen habe ich gemeint, der ist genau richtig für unseren Hof hier. Er fährt irgendwie nicht schneller, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Automatik drin. Ich sehe, ich kann wohl in 3 Gruppen schalten, stimmt es? Oder 3 Gänge, ich weiß ja nicht genau. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie ich da hochschalte. Deswegen, es ist ja ein Let's Play für mich zum Entspannen. Wir haben Zeit, Freunde. Schön.
Und jetzt gleich in die Hallen rein. Und tuk, 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 tuk. So. Darf man noch ein bisschen jetzt zugucken? So, und die Glückszahl 5. Macht er das trotzdem? Ja. Komm, ich möchte noch gleich noch einen Screenie machen. So, wunderbar. Auch interessant, dass man den nur innen so schnattern hört, ne? So, guck mal, da sind wir dann gleich voll. Dann haben die Kühe erstmal, was sie so brauchen. Perfekt. So, dann könnten wir das eigentlich schon mal hier stehen lassen. Das Gespann. Das hat erstmal seinen Dienst getan. Sehr cool, echt cool gemacht. Gibt's auf Forbidden Mods, meine ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wo hier dann der Mist spawnt. Ob das hier irgendwie kommt oder ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt und wo ich das dann nachher runterholen kann. Ob das alles nur Deko ist. Sind wir gespannt. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollten eigentlich Mischration machen, ne? Das hier war, glaube ich, nur zum Lagern. Ja. Ja, hier ist nicht, ist mir nicht gut gelungen, ja, von dem Baum. Aber ist halt so. Das ist einfach ein Silo, ein Getreidesilo. Ach ja, die Colli habe ich nämlich auch noch hinten weggesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich musste da in den letzten Videos hier ein bisschen Päp ums... Ich habe mir das auch extra markiert, dass ich hier so rumkomme. Und es war mir dann irgendwann zu doof und habe ich einfach diese Colli-Wand weiter nach hinten gesetzt. Keine Ahnung, warum man die so eng... Die hätte ich da hinten hingepackt. Aber okay. So, man kann sich ja helfen. Ne? Wenn einem was nicht passt, kann man sich auch selber mal im Giants Editor sich bemühen und das Ganze ein bisschen sich zurechtschnibbeln. So, dann wollten wir jetzt mal gucken. Das müsste ja dann unter Produktionen sein, oder? Weil Bunny hat ja seine zum Beispiel auch. Na, da ist hier die Futtermischanlage. Das ist die Schweinefuttermischanlage. Futtermischanlage, guck mal, sowas hier. Die würde doch bestimmt auch noch irgendwo ein Plätzle finden bei uns. Auf dem Höfli. Können wir die irgendwo vielleicht so hier mittig reinpacken? Wären sowas. Beispiel mal so oder sowas vielleicht andersrum. Dass wir genügend Platz haben zum Rangieren. Da sieht es auch wieder so ein bisschen urig aus. Zack. So, und dann müssen wir aber wieder ein bisschen Hand anlegen an das Ganze. So, ich glaube, das war das hier. Ne? Jetzt machen wir erstmal hier unsere Grundstruktur wieder herstellen. Mache ich am liebsten. Nee. Also ich glaube, ich versuche mal noch, ob es möglich ist, eine Map Blanco sozusagen rein ins Spiel laden und in-game das Ganze dann zu modellieren, eine Karte. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, guck mal. Und jetzt machen wir das so. Und so. Da kommt ein bisschen was, ne Muckersäckerle. Da, Hanna. So. Dann ist hier mal ein bisschen was gewachsen. Und hier drüben. Und da. So. Und dann brauchen wir nämlich hier das Unkraut. So. Hier können wir vielleicht ein bisschen sowas hinpacken.
Sieht irgendwie alles gleich aus, ne? So. Dann ist das gut. Als wäre das schon immer da gewesen. Können wir hier wunderbar reinfahren. Ne? Gut. Jetzt müssen wir mal versuchen. Ich glaube, der Barney ist nicht so einer, wo gern Ballen mag. Ja? Man munkelt, Barney mag keine Ballen. Aber mit dem Anhänger drüber fahren könnte vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ansonsten ist na klar, das erste für nächstes Jahr lose Stroh. Wäre auf jeden Fall eine Opportunity. Dann könnten wir nämlich auch loses Heu machen. So, fahren wir mal vorsichtig. Unser Hof ist ja so aufgebaut, dass wir wunderbar mit dem Drehschemel fahren können. Ja, das habe ich befürchtet. Und ich gehe nämlich davon aus. War so geplant, ja, natürlich. Soll es noch anders sein. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das so funktioniert, wenn ich den jetzt hier oben drauf lege. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal auf meinem Aussteigerhof, beziehungsweise auf dem höchsten Berg in Erlengrad. Ich weiß nicht mehr, ob das da ging. Nope. Okay. Noch geben wir nicht auf. Die Frage wäre, ob wir jetzt wieder unseren Trick 17 holen. Ihr wisst ja, ihr könnt euch die Kommentare auf jeden Fall sparen. Pack so und so viel da rein und von denen so und so viel. Ich habe es morgen vergessen. Und ja, ich könnte es mir aufschreiben, aber auch das mache ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin da einfach zu faul. Ich drücke übrigens schon längst Gas, ne? Bloß, dass ihr wisst, wie lange der Warmlauf braucht. Immer noch, ich drücke das Gas voll durch. Und? Immer noch? Jetzt. Wir haben Zeit. Ist ein schöner Hof geworden, muss ich echt sagen. Freut man gut. Freue mich, wenn es Frühling wird. Das Orangene, muss ich sagen, mir persönlich wäre es ein bisschen blasser lieber. Das ist für mich ein bisschen too much. So, schmeiß das mal rein und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht ausleeren können. Spannung steigt. Eigentlich müsste es ja dann hier abladen oder so sein, ne? Weil wirklich auf den Boden hinkippen darf ich es ja nicht. Ah, sehr schön. Guck mal. Hat funktioniert. Ich
liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, Freunde, da haben wir mal wieder eine kleine Errungenschaft. Sowohl Schlepper als auch das Fermentierungssilo. Ich würde sagen, war eine gute Folge. Für mich erfolgreich, ist nichts passiert, alles im Reinen. In dem Sinn wünsche ich euch wie immer eine angenehme Woche. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.